Metal-Leute, servus und willkommen beim Drachen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Heute geht es um den Teamspeak-Server. Ich habe einen Teamspeak-Server. Dann gibt es den zweiten Punkt, ist WoW. Der dritte Punkt ist neuer Rechner. Vierter Punkt ist Hitbox, gelöscht. Fünfter Punkt ist Buch. Sechster ist neuer Router. Und dann gibt es noch einen, der jetzt hier nicht wirklich aufgelistet ist, weil er eigentlich unerheblich ist. Aber Twitch-Stream ist auch noch so eine Sache. Ich habe jetzt einen Teamspeak-Server. Der ist momentan immer voll. Er hat auch leider nur 100 Slots. So, an und für sich bin ich damit zufrieden, wie es im Moment läuft. Im Großen und Ganzen ist der Teamspeak-Server momentan recht gechillt, recht ruhig. Ist eigentlich in Ordnung so. Gut, WoW. WoW oder auch World of Warcraft ist momentan ein wenig so eine Sache, die mich persönlich ein bisschen flasht, da ich jetzt vor kurzem angefangen habe, das zu zocken. Jetzt momentan beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit der Materie. Ich habe mein Main-Char ist aktuell ein Druide auf 37, also ich arbeite noch am Level natürlich, 110 ist der Max-Level. Also ich bin jetzt bei der Horde. Einer meiner Twinks ist momentan ein Dunkelelf bei der Allianz. Also ich bin sowohl Horde als auch bei der Allianz. Dann hätten wir den nächsten Punkt und der nächste Punkt wäre Hitbox. Beziehungsweise zum neuen Rechner muss ich noch kurz dazu sagen, ich habe jetzt einen Rechner da, ich brauche aber eine neue Festplatte. Hitbox gelöscht. Ich finde, das ist komplett ungerechtfertigt. Sie haben sich natürlich offenbar null über das Ganze informiert. Finde ich sehr lustig im Endeffekt. Sind mit Hitbox soweit durch. So, dann das nächste ist Buch. Ich möchte an einem neuen Buch schreiben. Dieses Buch soll auch veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Und das kommt auch noch dazu. Ich möchte jetzt jeden Tag einen Vlog machen. Und ich möchte jetzt jeden Tag an dem Buch mindestens eine Stunde schreiben. Das ganze Buch soll um mein Leben gehen. Also um meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine etwaige Zukunft. Das Buch wird genau da enden. Wo ich quasi das Buch fertig geschrieben habe, wo ich quasi fertig bin mit Korrigieren und allem drum und dran. Dann soll es außerdem in dem Buch hauptsächlich um meine Fakten gehen, also wirklich um das, was in meinem Leben wirklich passiert ist, was in meinem Leben wirklich einschlagende Ereignisse waren. Es wird da drin auch nichts verschönigt, also ich werde auch nicht sagen, dass immer die anderen schuld waren, definitiv nicht, weil ich war an vielen auch selber schuld. Also ich werde in dem Buch auch über mich selbst sehr knallhart sein. Es soll wirklich ein Buch sein, das wirklich ehrlich auch ist, auch ehrlich über mein Leben. Gut, dann hätten wir das auch soweit. Der letzte Punkt für die heutige Tagesliste ist neuer Router. Ich möchte mir einen neuen Router bestellen, weil meiner aktuell anscheinend lauter Faxen macht. Deswegen noch ein Punkt zu der Sache mit Twitch-Streams und YouNow-Streams. Ich werde die Streams auf YouNow aufgeben, wenn sich herausstellt, dass mit dem neuen Router nach wie vor nicht funktioniert. Dann werde ich komplett auf Twitch rübergehen. Na gut, das war es dann eigentlich soweit dazu auch. Ich habe geplant, diese Woche tägliche Vlogs zu machen. Dann hätten wir die Sache mit Headbanger-Video. Ich habe geplant, ein neues Headbanger-Video zu machen, und zwar zu Nightwish, der Ekipis. Das wäre es dann eigentlich soweit von mir. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ja, wie gesagt, bis dahin, euer Drache. Tschö. Und ich schaffe am Tag normalerweise zwischen 5 und 10 Zeiten für eine Stunde. Ich meine, Hassreden? Ernsthaft? Fuck Facebook! Dreimal habe ich mich jetzt da scheiß bei dem Fuck da angemeldet! Oder was ich so plane und was ich dann von dem, was ich geplant habe, auch geschafft habe. Also Twitter ist quasi ein bisschen so das Herzstück der ganzen Geschichte. Der Metal soll euch vereinen, nicht spalten.